Hallo, herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Freitag, den 3.10.2014. Es ist 12.20 Uhr ganz genau. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute stehen natürlich die Non-Farm Payrolls um 14.30 Uhr im Fokus, die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA. Hier natürlich auch beachtet von der Fed und diesbezüglich genießen diese Zahlen eine hohe Aufmerksamkeit. Um 14.30 Uhr, wie gesagt, erwarten wir da deutliche Volatilität. Kommen wir zum DAX sprechen. Wir hatten zwei Kursziele, Korrekturkursziele genannt, 9.360 und 9.130 Punkte. Im gestrigen Tagesverlauf ging es hier auf 9.200 Punkte runter, im Tief sogar auf 9.160. Das heißt, der untergeordnete, abwärtsgerichtete Trend ist hier noch intakt. Heute natürlich aufgrund der Feiertagssituation kein Handel und diesbezüglich sind die deutschen Börsen geschlossen. Daher tickt der DAX auch heute nicht. Alles in allem müssen wir sagen, wichtige Widerstandsmarke liegt so im Bereich der 9.312er Marke und natürlich die obere Trendkanalbegrenzung. Erst wenn diese ausgehebelt werden, erst dann hat er Platz nach oben hin anzusteigen bis in den Bereich von 9.550 oder sogar 9.700 Punkte. Schafft er es nicht, ist er weiterhin short. Allerdings, der S&P 500, der Marktbreite der S&P 500 nähert sich einer wichtigen Unterstützungsmarke aus dem Tageschart und auch der Marktbreite Russell 2000, den ich Ihnen hier auf dem Tageschart mitgebracht habe, nähert sich einer sehr wichtigen Marke, einer zentralen Marke von 1077 Punkten. Der ist ja wesentlich hier kleiner. Und 1214, das ist die Seitwärtsphase, in der wir uns hier aktuell befinden. Und da testet er gerade das untere Niveau, das bedeutet, er ist hier relativ gut unterstützt. Alles in allem muss man sagen, der Marktbreite Russell 2000 generiert erst dann ein Short-Signal, wenn wir auf dem Tageschart unter 1077 Punkten schließen können. Ansonsten ist jetzt hier wiederum eine bullische Gegenbewegung möglich. Die Tages-200er, wie Sie hier sehen, die blaue gleitende Durchschnittslinie, seitwärts gerichtet, also klassischer Seitwärtsmarkt. Die amerikanischen Indizes könnten hier kurzfristig bullische Impulse senden. Allerdings muss man sagen, wenn wir uns mal die BMW-Aktie anschauen, Tages-200er gebrochen, neues Tagestief gestern auch gemacht, neues Wochentief, ist durchaus negativ, auch die aufwärts verlaufende Trendlinie ist gebrochen, das heißt, für weitere bullische Impulse muss mindestens die Tages-EMA 200 wieder ausgehebelt werden, ansonsten sieht es hier durchaus negativ aus, fallende Kurse bis in den Bereich von 77,80 wären hier wahrscheinlich, das beißt sich so ein wenig mit der amerikanischen Situation, dass wir hier noch stark unterstützt sind, gerade heute, weil der S&P eine gute Unterstützung kommt und auch der Russell ist noch gut unterstützt. Alles in allem müssen wir sagen, dass aber die BMW-Aktie hier einen deutlichen schlechteren Eindruck macht. Wir haben diesbezüglich natürlich auch Aktien vorbereitet, die im Falle von steigenden Kursen deutlicher profitieren sollten. Also BMW ist hier deutlich zugezogen. Auch Freenet, muss man sagen, Test an die Tages-EMA 200 von unten, bärische Flagge ausgelöst. Wir hatten ja gesagt 21, da ist der Short und Stop so ein bisschen über der 22er. Hier ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir nochmal in den Bereich von 18,50 fallen. Hier wird sich erst dann die Situation auflockern, wenn wir über die 22er-Marke ansteigen können. Solange er unter der 22er-Marke bleibt, ist der Chart weiterhin durchaus bärisch. Auch Lanxess hier eine riesen Konsolidierungsformation getriggert. Jetzt hier am bisherigen Jahrestief 2014 42,37 Euro ganz genau. Eine kleine kurze Gegenbewegung würde mich hier nicht überraschen, aber spätestens bei der 45er-Marke hier, bei der Nackenlinie dieser Konsolidierungsformation, man kann es auch als bärische Flagge sehen, Fakt ist, spätestens bei der 45, bei der 46er Marke ist er hier wieder sehr, sehr stark begrenzt. Weitere Short-Impulse ergeben sich erst unter 42 Euro genau und dann haben wir Platz bis in den Bereich von 34 Euro. Für ein Long-Setup muss die Aktie mindestens über der 50 Euro Marke schließen. Das ist hier noch weit entfernt, nämlich über der Tages-EMA 200. Solange sie das nicht macht, ist es überhaupt kein Long-Wert aktuell. Darüber hinaus ist die Aktie auch ein klassischer Underperformer, also kann hier nicht mit den gesamten Indizes mitziehen, erst recht nicht mit dem Dow Jones, mit dem Nasdaq oder mit dem S&P. ThyssenKrupp auch da negativ zu sagen, dass wir hier unter die Tages-200er gefallen sind, unter die psychologische 20er-Marke, neues Tagestief oder gestern das Tagestief, neues Wochentief auch gemacht und vor allem haben wir hier auch keine höheren Hochs.
Und das ist, wie gesagt, auch hier negativ in der Form, dass wir durchaus fallende Kurse erwarten. Für einen weiteren Kursanstieg oder Long-Position ist für mich das erst dann interessant, wenn wir über 22,70 ansteigen können. Sicherlich, normalerweise könnte man sagen, warum nicht jetzt, wenn er sowieso da ansteigt? Naja, das ist eben momentan nicht mehr so ganz sicher. Die Aktie ist durchaus hier mit den neuen Tiefs unterwegs und das ist erstmal prinzipiell negativ. Und worum es mir dann geht, ist natürlich hier so eine Ausbruchssituation zu nutzen. Aber so eine Ausbruchssituation liegt eben erst dann vor, wenn wir über die 22,80er Marke ansteigen. Das heißt, ich will da, wie gesagt, nicht wenig von diesem möglichen Abpraller kriegen, sondern wenn, dann will ich hier schon den dynamischen Ausbruch long traden, wenn überhaupt. Aber die Aktie, wie gesagt, ist schwach und ein Kursrutsch auf 17,80 würde mich hier nicht überraschen. Comcast hingegen, kommen wir zur amerikanischen Aktie, die würde mich weitaus mehr interessieren. Klassischer Rücklauf hier mit einer schönen Umkehrformation auf die Tages-EMA 200, auf die gebrochene Trendlinie im Bereich der 52er Marke, 52 US-Dollar sind wir jetzt, generieren wir hier untergeordnet eine schöne Umkehr. Und was heißt das genau? Nun ja, wir sind immer noch, und das ist jetzt der Stundenchart, der Comcast-Aktie. Und wenn wir hier letztendlich uns den Chart mal angucken, der abwärts geneigte Trend ist ja noch intakt. Das ist klar, weil wir noch in der Korrektur sind, ja, in der übergeordneten Korrektur. Aber der übergeordnete Trend ist weiterhin long und daher ist natürlich vor allem der Punkt interessant, an dem der untergeordnete Trend, in dem Fall abwärts gerichtet hier, was die Korrektur auf dem Tageschart darstellt, wenn das endet, müsste auf dem Tageschart hier eine neue Bewegung einsetzen. Auf dem Stundenchart ist das ein neuer Aufwärtstrend. Und das wäre über 53,60 US-Dollar der Fall. Aus meiner Sicht gesehen, das wäre sehr interessant für diesen Punkt hier. Solange er in diesem Korrekturmuster ist, ist das uninteressant. Was hier vor allem interessant wird, ist das Ende des Abwärtstrends, das Ende der Korrektur hin zu einer neuen Bewegung, hin zu einem neuen Trend. Dann haben wir noch Microchip Technology, momentan seitwärts gerichtet. Interessante Short-Position aktuell unter 44,78. Bricht er da drunter, gehen wir davon aus, dass wir bis in den Bereich von 40 US-Dollar fallen. Aktuell seitwärts, aktuell letztendlich kann er den aufwärts gerichteten Trend nicht fortsetzen, was nicht weiter schlimm ist. Er konsolidiert einfach seitwärts zwischen 44,80 und der 50er Marke. Der Long über 50,08 ist klar interessant. In dem Fall, weil er dann den aufwärts gerichteten vorherigen Trend übergeordnet wieder aufnehmen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, der Long über 50,08 ist interessant, 50,10 von mir aus. Sollte aber mindestens auf dem Tageschart schon darüber schließen. Also für mich wird die Long-Position erst dann interessant, wenn er auch auf dem Tageschart an diesem Niveau wirklich nicht nur hält, sondern auch das da auch schließen kann. So, weil bringt nichts, wenn er uns Intraday dort hochschießt, das Ding zurückzieht und man dann letztendlich kurz nur aufgrund eines M5-Dochtes da die Long-Position aufbaut. Für einen bullischen Durchbruch muss er mindestens auf dem Tageschart darüber schließen. Bärischer wird es deutlich unter 44,78. Dann könnte es jetzt zu einer Korrektur geben und dann wäre auch der untergeordnete Short ganz interessant. Intraday als Scalp, als auch mittelfristig. Roche, auch sehr, sehr interessant. Wir hatten hier eine sehr lange Bewegung, ausgehend von der Tages-EMA 200. Hier, was war das? 260 Schweizer Franken. Und von 260 Schweizer Franken sind wir dann über auf knapp 290 Schweizer Franken pro Aktie. Und jetzt setzt eben die übergeordnete Korrektur ein. Untergeordnet ist das ein Abwärtstrend, völlig intakt. Aber solange, wie gesagt, hier letztendlich das Marktmuster so besteht, ist der Chart weiterhin long, eben halt nur kurz korrektiv. Wichtig ist hier die 274er Marke. Da waren wir gestern schon fast dran. Denn das ist das große Pullback-Niveau im Bereich der 271 bis 274 ist eine größere Einstiegsmöglichkeit. Die kann man sowohl mittelfristig wahrnehmen, als auch natürlich kurzfristig scalpen. Für jemanden, der sich sagt, was interessiert mich das, wo die Aktie in zwei Monaten steht, ich will einen kurzfristigen Intraday-Scalp, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich versuche die erste Reaktion hier Intraday zu traden. Aber auch, wie gesagt, mittelfristig ist das ein interessantes Niveau. Charttechnisch ist es so, dass wir hier sehr weit in der Bewegung sind, die Korrektur noch nicht prozentual noch nicht so wirklich fortgeschritten ist. Alles in allem ist der Trend so lange intakt, solange wir hier über diesem letzten Tief bleiben. So, und solange wir das eben nicht brechen, ist er long. Aber hier ist die erste Chance,
wo er tatsächlich dann auch untergeordnet als auch übergeordnet drehen könnte. Das zum Ersten, hält dieses Niveau nicht, muss man ja einplanen. Ist wie ein Fahrstuhl, fährt direkt die Station runter, ohne Zwischenstopp. Ja, da gibt es gar keine intraday richtige Kursreaktion, sondern er fällt direkt runter. Dann wäre ich auch bereit, noch im Bereich der Tages-EMA 200, hier momentan bei 261 Schweizer Franken, den nächsten Versuch zu starten, dann da eine untergeordnete Bodenbildung zu traden, aufgrund eben der übergeordneten Situation. Das wird, wie gesagt, hier durchaus interessant. Zwei Marken also, 274 bis 271 und 261 Euro. Das sind so die zwei Zonen, die hier sehr, sehr interessant sind. Und theoretisch, wie gesagt, sind hier beide Möglichkeiten vorhanden, sowohl der kurzfristige Abpraller als auch hier der mittelfristige neue Bewegung. Nun gut, das war's von meiner Stelle aus. Gold und Silber, da noch einige Worte kurz zu, sind weiterhin auf dem abwärts gerichteten Vormarsch hier. Silber, Gold. Gold ist kurz davor, ein neues Jahrestief zu machen, pendelt hier aktuell bei knapp 1206 Dollar. Unter 1204 erwarten wir einen weiteren Kursrutsch, dann bis in den Bereich der 1180. Und Silber ist momentan auch kurz davor, ein neues Jahrestief zu machen. Auch hier sagen wir weiter, die 1630er Marke ist im Fokus. Diesbezüglich ist sowohl der über- als auch der untergeordnete Trend weiterhin intakt. Short, natürlich, die Non-Farm Payrolls können hier Volatilitäten mit sich bringen. Aber das ändert noch nichts an der Tatsache, dass Silber einiges erstmal gut machen muss, damit wir von bullischen Impulsen sprechen können. Gerade bei Silber ist es so, dass er mindestens auf dem Tageschart über 19 US-Dollar schließen muss. Und erst dann gehen wir hier von einem Long-Signal aus. Ansonsten ist sowohl der Über- als auch der untergeordnete Trend weiterhin intakt Short. Wir sind gespannt, was die Non-Farm Payrolls bringen. Letztendlich halten wir uns da meistens immer vorher zurück, aber in dem Moment, wo sie veröffentlicht worden sind, in dem Moment sind die Kursdaten schon verarbeitet, schon alt, und dann kann man so gesehen direkt danach wieder aktiv werden. Gut, das war's von meiner Stelle aus. Das war die letzte Ausgabe für diese Woche. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche natürlich am Montag wieder. Bis dahin sage ich Good Trades, und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.